Mein YouTube-Kanal hat sich so interessant entwickelt. Ich habe das angefangen, habe ich am Anfang gesagt, nur für meine Schüler so die Videos. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Albina Dworzes. Ich bin freischaffende Künstlerin aus Hannover und heute auf meinem YouTube-Kanal Schritt 9 von 10. 10 Schritte zum Erfolg. Der Schritt 9 heißt bestimmtes Wissen. Und am Anfang habe ich gesagt, wenn wir diese 10 Schritte zeichnen, dann sollten wir für uns ein Thema aussuchen, mit denen wir alle 10 Schritte arbeiten. Mein Kanal habe ich schon vor einem Jahr, das ist bei ersten Lockdown, aufgebaut. Und die Idee war, dass ich für meine Malschülerin so eine Möglichkeit anbiete, die offline meine Malschule besuchen, etwas zu Hause zu machen, damit die am Ball bleiben, ja. Und dann später kam es damit bei mir, ach, ich habe ein neues Programm, die Neuragrafik. Und das könnte ich auf meinem YouTube-Kanal auch machen, damit mehr Menschen diese faszinierende Technik kennenlernen. Die Technik ist schon 7 Jahren auf dem Markt. Der Erfinder ist Pavel Piskarev, der Autor der Technik, und es ist eine Technik, das ist eine Verbindung von Kreisen und Linien, von Grafik, das ist Psychologie, das ist Persönlichkeitsentwicklung, das ist ein spannendes Thema. Und ich selber Spezialistin für Neurografik und habe schon ganz viele Sachen in mein Leben angezogen, von bis. Und hier bei diesen 10 Schritten zum Erfolg war ich nicht so konsequent, muss ich sagen. Ich hatte mein Ziel gesetzt bei Schritt 1, dass ich 500 Abonnenten bei meinem YouTube-Kanal möchte. Und als ich das erreicht habe, da habe ich wirklich Video jede Woche gemacht. Und da habe ich das erreicht. Und das war bei mir so, ups, jetzt muss ich mir nur Ziele setzen, mit weiteren 10 Schritten so anfangen oder ziehe ich dieses Thema weiter durch. Deswegen gab es so ganz lange Pausen dazwischen, weil ich habe mich einfach neu erfunden, weiter gezeichnet. Aber damit ich dieses Pattern in meinem Leben nicht mehr habe, dass ich die Sachen nicht zu 100%ig zu Ende bringe, sondern wenn das funktioniert, dann höre ich damit auf. Das ist so meins, ja. Ich bringe Dinge zur Welt, fange an, bin ich begeistert. Und dann ist das, wie mein lieber Freund sagt, das ist bei 80% ist das bei mir vorbei. Und hier war das auch ungefähr so, zwei letzte Schritte. Und ich war so ein bisschen, ja, nicht am Ball geblieben. Aber jetzt ändere ich das heute. Natürlich für die anderen, die diese 10 Schritte zum Erfolg zeichnen, empfehle ich, ihr könntet das jeden Tag einen Schritt nehmen. Wichtig nicht, dass ihr wirklich am Tag 2 Schritte macht, ja, weil sonst ist es für unseren Kopf zu viel. Wir können das nicht abarbeiten. Deswegen pro Tag ein Schritt. Am besten, wie ich das so angefangen habe, jede Woche ein Schritt. Dann habt ihr eine Woche Zeit, nachzudenken, was kann ich verändern, und dann werdet ihr sehen, was in 10 Wochen passiert. Ja, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie gesagt, ich betreibe offline eine Malschule in Hannover-Kleefeld. Dann können wir uns dort treffen oder schauen Sie auf meine Internetseite, folgen Sie mich bei Instagram und bei Facebook. Und heute mit dem Schritt 9: bestimmtes Wissen. Jetzt drehe ich einfach meine Kamera um und ich zeige für diejenigen, die das vielleicht jetzt kurz angeschaltet haben, wie sehen die Bilder aus. Ich mache das ein bisschen mit neuer Art. Hier sieht man das nicht so gut, aber ich verwende es. Also jetzt sieht man so ein bisschen Gold, ja. Und die pure Technik Neuragrafik, das ist dann halt, wir arbeiten mit Farben und mit Linien und mit Kreisen. Und so sehen dann die Bilder aus. Unsere wird heute ungefähr so aussehen. Ich drehe das Kamera um und wir fangen an mit spannendem Thema bestimmtes Wissen. Das Wichtigste ist bei Neurografik, wenn wir anfangen, ein Bild zu malen, wir schreiben immer Datum von heute, weil es geht um eine fantastische Technik, wo wir eine Visualisierungsbild praktisch kreieren. Und dann, wenn wir auf das Bild schauen, da können wir ja unsere Neuronen aktivieren und je nachdem, was wir wollen, entweder alles harmonisieren oder ins Bewegen kommen und so weiter. Und heute geht es darum, dass es das Schritt
9 von 10 bestimmtes Wissen. Ja, und es ist ganz wichtig, dass wir das Thema immer benennen, weil bei Neurografik das Erste, was wir machen, wir benennen ein Thema. Und dann kommen wir dann schon zu den sozusagen Erfüllung der Aufgabe und fangen an, mit dem Stift nachzudenken. Bei diesen 10 Schritten, ich erwähne ich nur kurz, suchen Sie bitte sich ein Thema und arbeiten mit diesem Thema durch. Wenn Sie aber, Sie können auch einzelne Schritte machen und eine andere Thema nehmen. Aber wenn Sie wirklich hundertprozentiges Ergebnis haben wollten, dass Sie wirklich was erreichen wollen, dann versuchen Sie alle 10 Schritten nacheinander zu machen. Bitte, bitte, bitte nicht in einem Tag, sondern entweder ein Tag, ein Schritt oder pro Woche ein Schritt. Ja. So. Und jetzt fangen wir an mit dem. Ich zeichne immer mit dem E mit. Fange an, die Komposition mit dünneren Schrift zu machen. Das ist so ein F. Und dann, was brauchen wir, um einen Business aufzubauen? Bei mir war das erste Schritt, das ist Aufbau von meinem YouTube-Kanal und das Ziel war 500 Abonnenten. Jetzt, heute aktuell habe ich geguckt, habe ich jetzt 1160. Der Kanal wächst, das Ziel erreicht, das hat sich so schon sozusagen zweimal habe ich das erreicht und jetzt, man sagte, wenn wir wollen, dass das unsere Ziele wirklich ja, in Erfüllung gehen, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen, dann das, was man sich wünscht, sollte man das auf 10-mal multiplizieren. Das heißt, das erste Ziel war 500 Abonnenten, jetzt kann ich das mal 10 nehmen, das nächste Ziel sollte dann 5000 Abonnenten sein, ja. Wenn dann auch mit euren, dann habt ihr beim ersten Schritt ein Ziel gesetzt und dann habt ihr das gemalt und dann habt ihr gesehen, okay, das wächst, das funktioniert. Jetzt sollte ich mein Ziel sozusagen vergrößern. Ja, bei einer Grafik ist das ganz, ganz, ganz schön. Wir können das auf dem Blatt vergrößern, was wir wollen und verkleinern, was wir nicht wollen. Das fasziniert mich immer wieder schon seit 3 Jahren. Und jetzt geht's mit dem Zeichnen. So, bestimmtes Wissen, ja? Was für bestimmtes Wissen brauche ich, damit mein Kanal von diesen Zahl auf diesen kommt? Und aktuell habe ich gesagt, das habe ich 1000 heute geguckt, 160 Abonnenten. Das wäre sozusagen sogar fair zu sagen, wenn ich sage, das muss ich mein Ziel auf 10, dann sollte das auf 10 sein, dann sind wir schon, das ist dann 11.600 Abonnenten, das wäre mal 10, ja? So, Mathe gehört auch so ein bisschen zum Leben. Also, was brauche ich, damit ich das erreiche, was ich wolle? Was für bestimmtes Wissen brauche ich, ja? Weil immer wieder, wenn wir ein Business aufbauen, brauchen wir ein bestimmtes Wissen. Wir sollten Experte sein in das, was wir tun und. Und wir fangen damit an, dass ich mich in die Mitte sehe, wie fühle ich mich, wie viel Wissens habe ich, was habe ich schon alles gelernt. Einfach auf dem Blatt, wie groß fühle ich mich jetzt auf diesem Blatt, ja? Und da kann man sagen, und damit ich diesen Kanal aufbaue, eigentlich fühle ich mich ziemlich groß, weil ich habe bestimmtes Wissens schon, naja, während meines Lebens so eigentlich gesammelt. Und schauen Sie mal, der Hand wollte das auch nochmal vergrößern, ruhig lassen. Ja, der Kreis sollte am Anfang ein bisschen kleiner sein, jetzt ist er ein bisschen größer geworden. Wenn sowas entsteht, das ist keine Drama, wir sind bei Neurografik, wir nehmen einfach dieses Eck und ziehen das in unseren Kreis rein. Und so haben wir schon einen Kreis. Und es ist wichtig bei Neurografik, dass wir die entstandenen Ecken immer abrunden. Zack. Dass wir keine Ecken lassen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir schreiben, dann, wenn er sagt, ach, das habe ich nicht verstanden oder so, kann ich dann nochmal erklären. So, und dann, das ist, so fühle ich mich jetzt, so viel Wissens habe ich, damit ich das so durchziehe, damit ich dann so 11.000 Abonnenten auf meinem Kanal habe, ja. Und jetzt kann ich mir überlegen, okay, ich fange wirklich, wirklich, wirklich mit klein an. Ich bin geboren, ich bin als Mädchen geboren, ja? Wieso ist das wichtig, ja? Jetzt bin ich als Mädchen geboren. Weil es kommt während des Lebens, ach, du kannst es nicht schaffen, du bist ein Mädchen, ja? Da kommen die Glaubenssätze.
Und meine Mutter wollte eine Junge haben, aber dann hat sie eine Mädchen gekriegt. Okay, ich bin eine Mädchen, ich wurde als Mädchen geboren, ich bin stolz darauf, ja. Oh, ich wurde sozusagen am 30. Mai 1975 als Mädchen geboren, ja. Das ist das erste Erfolg, kann man sagen, ja. Ich wurde geboren, ja, nicht vergessen, ja. Und dann gehen wir weiter. Ich war sozusagen ein sehr aktives Kind. Ich war nicht im Kindergarten, ich bin mit Oma aufgewachsen und das würde ich das jetzt so, damit er nur Schema versteht. Ja, bei diesen Zeichnungen, bei diesen Schritten zeige ich euch nur so einen Weg und dann weiterarbeiten muss er selber. So, dann bin ich so, das nächste Schritt war das bei mir sehr interessant. Ich habe ganz früh angefangen, meine ältere Schwester ist mit 7 zur Schule gegangen. Und ich war damals 5 und ich habe angefangen, mit ihr alles so zu lernen. Das war sehr spannend. Und mit 5 habe ich gelernt, mit 5 Jahren schon habe ich mir selber beigebracht, lesen und schreiben. Ja? Und als ich das erste Mal bei Mama das gemacht habe, dann dachte sie, das kann doch nicht sein. So, das ist dann so der Erfolg, ja. Und dann auch mit 5 Jahren, ich war sehr aktiv und da wollten die Eltern so etwas für mich machen, damit ich dann mehr in Bewegung komme. Dann bin ich angefangen und so dann Eiskunstlauf, sozusagen mit Eiskunstlauf. Da war ich 5 und meine Karriere hat bis 10 gedauert, 5 bis 10 Jahre. Dann, das ist Eiskunstlauf. Was passierte da? Ich bin 1,78 m, eine große Mädchen, und dann habe ich so bei 9. Lebensjahr einen großen Schwung gemacht, bin ich plötzlich sehr groß geworden und da waren keine großen Jungs da. Und da war ich noch große Mädchen. Da könnte man natürlich die Komplexen haben. Ein großes Mädchen hat keine Chance bei dem Eiskunstlauf, aber war nicht so tragisch. Ich habe meine rechte Hand kaputt gemacht bei dem Dreiersprung. War ganz glücklich, dass ich mit dem Eiskunstlauf aufhören kann und dann kann ich anfangen, Tischtennis zu spielen, wie meine ältere Schwester. Und dieses Moment, wie meine ältere Schwester Tischtennis zu spielen, da war es für mich ein sehr spannender Moment, weil da bin ich ganz schnell, da habe ich mit 10 angefangen und mit 12 Jahren bin ich schon ich war die erste Schläger bei Tischtennis in Sowjetunion. Ich habe das zwischen 1975 sozusagen Jugendliche, hatte ich ersten Platz in ganzen Sowjetunion gewonnen. Und da kann ich sagen, da kann ich jetzt so aus der Mitte hier eine Mitte machen. Das war das sozusagen, hier war das erste Gefühl, ich bin eine Gewinnerin, unterbewusst, ich bin zur Welt sozusagen gekommen. Und hier war das so eine bewusste, ich stand auf dem Platz und alle haben gejubelt und ich war eine Gewinnerin. Ja, das war ein schönes Gefühl und das ist eine schöne Affirmation. Und was machen wir jetzt? Ihr versucht alle eure Ereignisse bis von 30. Mai und heute haben wir, da mache ich jetzt hier bis heute, ja, damit man das einfach so sieht, was wir hier machen. Heute haben wir 22.07.2021, ja. Hier ist das so praktisch von 0. Jetzt aktuell bin ich 46 Jahre und hier gehen wir in Uhrzeigersinn und zeichnen alles, was für Wissens, was für Gefühle haben wir, positive Gefühle haben wir gesammelt, was haben wir schon erreicht, ja? Was für bestimmte Wissen, okay, ich kann lesen, ich bin eine Gewinnerin und dann bin ich natürlich hier und würde hier noch einen Kreis dazu machen. Und so könnt ihr sehen, wenn ihr das auch irgendwas vergessen habt, dann könnt ihr das auch nachfühlen. Ich bin mit 7 zur Schule gegangen, obwohl ich schon mit 6 könnte, aber ich habe meine Mutter gesagt, nee, 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 ich gehe nicht mit 6, weil guck mal meine ältere Schwester an, sie ist mit 7 gegangen, sie ist jedes Jahr, kriegt sie nur eine 1 nach Hause, das möchte ich auch, ja. Meine Mutter war überrascht, das heißt, ich könnte schon damals meine ja, Wünsche sozusagen äußern und sagen, nee, 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 ich gehe meinen Weg, ja. Und ihr überlegt, was habt ihr so Besonderes gemacht und was hat euch gestärkt, ja. Dann gehen wir weiter, dann habe ich mit dem Sport weiter, weiter, weiter gemacht. Ich war sehr erfolgreich und dann
Das war so, ich mache so kleines Umbruch, das ist so wichtiges in meinem Leben. Ich war damals 14 und meine ältere Schwester wollte eine künstlerische Ausbildung machen und da sollte man, das ist in Deutschland auch so, für die künstlerische Ausbildung eine Prüfung bestehen. Und dann hat sie diese Prüfung halt nicht bestanden, frustrierend nach Hause gekommen und hat gesagt, sie wird nie wieder malen. Und da war meine Mutter und mein Vater, die waren ein bisschen, na, enttäuscht waren sie nicht, sie waren traurig. Und dann bin ich zu denen gekommen und hat gesagt, naja, ihr habt noch mich, ich könnte das machen. Sie haben so ein bisschen über mich gelacht, aber dann, Entschuldigung, da kam der nächste Schritt, ich habe gesagt, nee, ich ziehe das durch, ich mache die künstlerische Ausbildung. Und so habe ich mit 14 angefangen, so die Kurse zu besuchen. Und dann, ich überlege, das war sogar noch früher, weil das war 8. Klasse, da 7 plus 8, da war ich 15, habe ich dann schon weitergemacht. Das heißt, das war ich sogar 13, da war ich 13, sie war 15, als sie das nicht geschafft hat. Weil bei uns ist das, ab 9. Klasse könnte man das machen, so künstlerische Ausbildung, das ist praktisch wie, ja, wie Fachabitur, kann man hier sagen, weil das dauert 4 Jahre bei uns. Und dann habe ich das 2 Jahre Vorbereitungskurse gemacht. Und ich habe die Prüfung bestanden. Das war das wieder das Gefühl, wow, ich kann, wenn ich etwas mir vorstelle, kann das auch in Erfüllung gehen. Dann habe ich angefangen, da meine Ausbildung als Künstlerin zu machen. Mit 15. Ja. Und dann kommt es weiter. Als ich das angefangen habe, da kam das weiter, das könnte ich das nicht mit meinem Sport verbinden. Weil dann muss ich aussuchen, entweder Profisport oder Künstlerin. Wir sollten in unserem Leben auch Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen spielen eine sehr, sehr, sehr große Rolle, wie wir uns weiterentwickeln. Ja? Und so habe ich die Entscheidung getroffen, ich gehe aus Profisport raus. Ich mache Kunst ist mein Leben, sage ich immer wieder. Ich gehe in Kunstszene und mache das. Und dann kann ich das viel, viel, viel erzählen. Ich habe das hier angefangen, verschiedene Techniken zu studieren, von bis. Das waren 4 Jahre Ausbildung. Und dann habe ich angefangen, das mache ich auch hier gleich mit neurografischer Linie. Da war ich fertig und mit 18 bin ich nach Moskau gezogen, um der Kunst weiter zu studieren. Und das war so ein bisschen Zufall oder ja, Prophezeiung, das wissen wir nicht. Ja. Ich war 18 und das war so, ich sollte Entscheidung treffen, in diesem Jahr könnte ich kein Kunst studieren, sondern nur Restaurierung von Steinobjekten, Restaurierung, ja. Und ich wollte ein Jahr nicht verlieren und ich habe angefangen mit Restaurierung. Und jetzt sage ich, wenn man Gemälde restaurieren könnte, dann könnte man auch die Seelen restaurieren. Ja, dann habe ich so 20 Jahre später, das ist fast 30 Jahre später, wenn man so wollte, 25 genau zu sagen, Neurografik kennengelernt, so hier. Und ich habe gesagt, das fasziniert mich. Das ist so wie Kirchenfenster. Ja, wir malen unsere Seelenbilder und wir können mit dieser Technik uns stärken und uns weiterzubringen auf den nächsten Level. Deswegen war dieses Restaurierungsstudium für mich eigentlich nicht so ganz verkehrt. Aber dann hatte ich dann hier meinen Mann kennengelernt, der ist jetzt, ja, die ganze Geschichte will ich nicht erzählen, aber es ist, wieso ist das wichtig? Ich bin zurück nach Usbekistan gekommen und hier habe ich dann wirklich als Künstlerin weiter studiert bei tollen Professoren und alle Techniken. Hier habe ich angefangen, die Techniken von Ägypten bis heute so richtig alles malen, tun und so. Und hier habe ich dann meine freie Kunst weitergemacht. Der Weg geht weiter. Es geht um bestimmtes Wissen für einen Aufbau von meinem YouTube-Kanal. Was kann ich anbieten? Ich kann alle Techniken anbieten, von Ägypten bis heute. Ich habe Weiterbildung gemacht als Spezialistin für Neurografik.
25 Jahren später. Ich habe freie Kunst studiert, dann kann ich diese freie, wie geht man mit Farben um, was ist in Kunst wichtig, Farblehre und Co. kann ich euch auch anbieten. Und dann kommt das nächste. Ja, während des Studiums, so als ich hier angefangen habe, habe ich zwei wunderbare Kinder gekriegt. Ich bin nach Deutschland gekommen. Ich bin eine wirklich sehr glückliche Mutter von zwei schon fast erwachsenen Kindern. Mein Sohn ist 22, die Tochter wird bald 17. Und ich habe in Deutschland nochmal studiert. Und was denkt ihr? Da war wieder Zufall. Ich habe wieder zu den Restaurierungen gekommen und ich habe in Deutschland Restaurierung von Steinobjekten studiert. Ja, ich habe so mein Leben ist ein bisschen Kuddelmuddel, aber das ist ein Weg. Ein Weg von Geburt bis zum Gewinnerin, dann Entscheidungen treffen, weitergehen, Land ändern zweimal. Und dann habe ich meine Malschule aufgemacht. Vor 12 Jahren in Hannover Kleefeld, wo ich Malkurse für Kinder und Erwachsene angeboten habe. Obwohl alle haben mir gesagt, Albina, du hast jetzt ein Diplom in Deutschland als Restauratorin mit 1,3, das kannst du doch jetzt Doktorarbeit schreiben, du hast so ein spannendes Thema, mach das weiter. Haben gesagt, nee Leute, ich wollte meine Wissens weitergeben, ich möchte, dass mehr Menschen glücklicher sind und ich weiß, durch das Malen werden wir glücklicher. Und mit Neurografik können sie, wie gesagt, noch mehr erreichen. Und dann, das war meine Malschule. Ich empfehle euch auch, eure das, was ihr hier malt, ja, eure Ereignisse, eure bestimmtes Wissen, was ihr gesammelt habt, wirklich, wirklich, wirklich zu notieren. Ich mache das jetzt einfach. Das könnte noch mehr und mehr und mehr sagen. Was es noch wichtig ist, ich mache das hier. So ein Kreis, das ist dann, das ist so, was ich in Deutschland gesammelt habe. 12 Jahre Erfahrung beim Unterrichten. Ja, das ist dieses Offline-Erfahrung. Und in meinem Heimatland hatte ich schon als Dozentin gearbeitet. Und. Das heißt, wie ihr seht, ich hatte bestimmtes Wissen, die ich mit euch auf meinem YouTube-Kanal gerne, gerne, gerne teilen kann. Und so könnt ihr überlegen, wo seid ihr Experte? Wann wird man ein Experte? Man sagte, wenn man 10.000 Stunden irgendwas kontinuierlich gemacht hat, dann wird man ein Experte. Ja. Ich habe immer gesagt, wenn mein Kanal 1000 Abonnenten haben würde, würde ich das bisschen mehr Geld investieren, würde ich das interessanter, spannender für euch machen. Und das kommt, wir machen noch diese zwei Themen, wie gesagt, bis Ende August, da würde ich jetzt dieses, dann in zwei Wochen kommt der Schritt 10, der heißt übrigens Spende, das ist das letzte Schritt. Und dann am 26. September habe ich einen Termin, wo ich die Videos ein bisschen anders drehen würde. Ich habe so einen Kameramann gefunden und da bin ich auch gespannt, wo die Reise hinführt. Und dann schauen Sie jetzt bitte auf eure Bilder an. Ja? Und wenn es bei euch genauso wie bei mir aussieht, ich habe das jetzt so, wenn man so sieht, von klein angefangen, ja? Und dann ist das immer so, die Ereignisse sind immer größer und größer geworden, ja. Und dann ist es wichtig bei Neurografik, wir balancieren, wir bringen unser Leben in Harmonie. Und wenn das auf dem Blatt so aussieht, das sieht man, dass ich jetzt hier stärker geworden, ja, dass ich gewachsen bin, das sieht man schon, ja, das ist. Und hier ist aber noch so leer, ja. Und damit diese Leere zu führen, ja, als ich kleines Kind war, damit das alles überhaupt möglich sozusagen ist, wäre, dann hatte ich natürlich, natürlich hier, ja, damit es, und dann werden Sie sehen, dass es dann wird auch ein Gleichgewicht für dieses, meine Family gebraucht, ja, meine Mama, meine Papa, meine Oma, die mich groß geworden hat, meine Schwester, ich schreibe einfach Family und Liebe.
Ja, weil wir brauchen immer eine Unterstützung, ja. Ohne Unterstützung geht nicht. Und dann schaut mal, wer hat euch damals geholfen? Weil die Babyskinder, wenn sie geboren sind, sie sind so klein und schwach und sie brauchen Eltern, ja. Und das ist dann sehr wichtig, ja, dass man das einfach mal einmal bezeichnet, ja. Und natürlich hier ist das auch so ein bisschen Leere entstanden. Dann kann ich dann hier einen großen Kreis machen und ich sage, was stärkt uns? Oh, was stärkt uns? Kommunikations und so weiter. Natürlich unsere Freunde. Und ich schreibe auch und Freude mit allem, was wir tun. Liebe, Familie, Freunde, Freude. Und es gibt noch viele, viele, viele Sachen, die uns glücklich machen. Und das können Sie alles in euren bestimmten Wissen, was ihr während eures Lebens von null bis heute gesammelt habt, auf eurem Bild zu machen. So ist die Komposition fertig und dann, wenn ihr wollt, könnt ihr noch bei neurografische Linien einfügen und dann alles abrunden. Ich würde das jetzt so ein bisschen, es gibt verschiedene Varianten, wie wir das abrunden können. Ja, ich mache das jetzt so ein bisschen schneller, weil ich habe das auch gesagt, bei diesen Themen geht es darum, dass ihr nur ein Instrument kriegt, mit denen ihr selbst arbeiten könnt. Ja? Und natürlich, ich freue mich immer, 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 immer auf eure Bilder, auf eure Kommentare, auf eure Fragen. Ja, und das ist ganz nett, dass einige von euch mir E-Mails schreiben und sagen, boah, du begleitest mich in meine, also in meine Selbstständigkeit gerade. Und das ist so tolle Technik. Und guck mal, das sind alle meine Bilder. Und wo ist der nächste Schritt? Und da wollte ich mich so ein bisschen entschuldigen bei den Menschen, weil ich hatte dann so, die das wirklich kontinuierlich gemacht haben, dass ich jetzt so mir diese Pause gelegt habe. Das war einfach so, ich renoviere gerade meine Malschule und das war einfach einiges zu organisieren, zu machen, zu tun. Das ist interessant, dass ich jetzt hier bei der Neurografik bin. Und dann daneben steht meine meine Schule, die wird am 9.9.9. habe ich die aufgemacht und sie wird dieses Jahr 12. Wenn ihr in die Nähe von Hannover wohnt, dann seid ihr ganz herzlich willkommen. Natürlich, wenn ihr mich besuchen wollt, dann könnt ihr auch anderen Ecken kommen. Da freue ich mich sehr, sehr riesig. Wie gesagt, das wird, die Räumlichkeiten werden frisch renoviert und wir werden einen Wiedereröffnungsparty machen, weil ich hatte fast, naja, seit 16. Dezember nicht unterrichtet, nicht offline unterrichtet. Aber ich habe mich weiterentwickelt. Ich habe meinen Kanal weitergemacht. Ich male gerne Frosche. Da kann ich auch sagen, da bin ich auch die Spezialistin bei Froschen malen. Da mache ich das hier. Ich habe meinen eigenen Stil so entwickelt als Künstlerin. Und schauen Sie mal, ich benenne diese Technik immer Denken mit dem Stift. Und je mehr wir denken, je mehr wir malen, desto mehr Ideen kommen in den Kopf. Was kann ich? Was kann ich wirklich? Wo ist meine Leidenschaft? Was habe ich immer gerne gemacht? Was kann ich Menschen in meinem Business anbieten? Oder, je nachdem, was für Thema ihr genommen habt, diese Technik, genau dieser Schritt, bestimmte Wissens, das ist so, das ist praktisch mein Lieblingsschritt, weil ab und zu sehen wir nicht alles, was wir geschafft haben, ja. Aber wenn wir einfach anfangen, von Geburt bis heute unsere Ereignisse zu zeichnen, und wie gesagt, das habe ich jetzt lange, lange, lange nicht alle gemacht, alle Kurse, die ich besucht habe, Persönlichkeitsentwicklung, Weiterbildungen, Bücher, boah, ich lese gerne, ich reise gerne, ich male gerne, ich tanze gerne, ja, und das könnte alles machen, ja. Und was stärkt euch? Ich sage immer, das ist auch sehr, 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 ja, interessant. Habe ich auch mal wo gelesen, kann ich euch jetzt nicht sagen, wo. Jeder Mensch braucht praktisch 5
Engel, ja. Und Engel nicht in die engste Sinne des Wortes, das ist so, das ist Engel, die uns aufbauen, ja. Fünf Aufgaben, die ihr sozusagen macht, was euch Energie gibt, ja. Das ist auch keine Aufgaben, das ist so spaßige Sachen, ja. Und ich sage immer, meine fünf Engel sind malen, tanzen, lesen, reisen und natürlich, ich liebe reden, ja. Ja, habt ihr sicher bemerkt, ja. Ich bin Zwilling, ich kommuniziere, ja, das gibt mir Energie, ja. Und früher hatte ich gedacht, mein Ex-Mann hat mir gesagt, naja, du redest zu viel, keine hört überhaupt nicht zu. Und dann, ja, ab und zu war das auch so. Ja, ihr Vater war Schriftsteller, mein Vater war Schriftsteller und er hat fantastische Bücher geschrieben. Und er meinte, naja, ihr Vater war Schriftsteller und er hat auch immer so Fantasiebücher geschrieben. Und sie erzählt auch immer so die Geschichten. Und wer braucht diese Geschichten, liebe Leute? In die erste Linie machen wir irgendwas für uns selber, ja, und dann können wir gucken, okay, was macht mich glücklich und wie kann ich vielleicht mit meinem Wissens, mit meinem bestimmten Wissens dieses Glück nach außen transportieren und andere Menschen weiter auf nächsten Level zu bringen. Das war sozusagen, als ich Neurografik kennengelernt habe vor 3 Jahren, dachte ich mir, wow, das ist genau das. Jetzt kann ich endlich malen lernen, sozusagen malen anderen Menschen beibringen, weil Kreise und Linien kann jeder. Ja, und so, jetzt wie ihr seht, ich mache so eigentlich alles frei. Ich fahre bei allen Linien nochmal durch, ja. Und das ist so ein bisschen Freestyle halt, ja. Man kann in Neurografik unterschiedlich malen. Und hier ist das wichtig, dass ich alle, hier ist das noch nicht abgerundet, dann sieht er, dass es diese Zeichnung ist, noch ziemlich hart ist. Und hier ist das schon abgerundet, dann ist das alles wirklich, wirklich, wirklich in Fluss, ja. Und hier ist das ganz viele Momente entstanden, das ist so, ihr könnt auch kleine Diagnosen machen, wie gesagt, wenn man die neurografischen Bilder anguckt, man kann auf eine oder auf andere Stelle so ein bisschen stehen bleiben und gucken, oh, wieso bin ich jetzt so lange bei dieser Stelle, wieso sind hier im Vergleich zu anderen Stellen so viele Körner sozusagen, dass so viele Ereignisse da sind, ja, das ist so wirklich, dass es hier so die meiste Energie hat sich so gesammelt, ja, das ist so sehr spannend, sehr interessant und das könnte man sagen, okay, das ist vielleicht genau das, was ich machen sollte, weil das ist hier so, die meine Malschule, mein Studium als Restauratorin von Steinobjekten, die Entscheidung treffen, dass ich meine Malschule aufmache, das war, naja, was soll ich sagen, war das einfach? Nö, ich war hartnäckig, ich wollte das unbedingt machen. Mein so Vater von meinen Kindern, mein Ex-Mann, der war voll dagegen, der meinte, geh, du hast so ein tolles Job, Studium, du hast so ein brillantes Abschluss, da kannst du das wirklich Geld verdienen, in Wissenschaft gehen. Und ich habe gesagt, nö, ich mache meine Malschule auf. Ich wollte den Menschen Malen beibringen. Das war total unvernünftig, aber so sind wir, die Künstler. So, ich sage immer, sei es Schöpfer seines Lebens und da wirst du wirklich glücklich sein und mach das, was dir wirklich Spaß macht. So, das ist unsere Komposition, das ist jetzt so abgerundet, wir haben uns gestärkt. Hoffentlich werdet ihr auch diese Energie spüren, was er alles erreicht hat, wie toll seid ihr. Und dann suchen Sie bitte, dann kommt das nächste Schritt bei Neurografik, das ist die Emotion. Die Farbe ist immer Emotion und ich denke, ihr entscheidet selber, bestimmtes Wissen, was habt ihr, bestimmtes Wissen für euch, für Farbe. Ich habe mich jetzt so richtig stark gefühlt und dann wollte ich jetzt hier mit Rot anfangen von der Mitte
Und wie ihr das ausmalt, das ist auch eure Sache. Interessanterweise fange ich das, das ist immer wieder faszinierend für mich auch, mit meinem Geburt an. Das ist von diesem, dieses Korn ist gelegt von meiner Mutter und meinem Vater. Und dann lese ich hier, ich bin als Mädchen geboren. Ja, ja, das sollte ich auch, das wird eine oder andere von euch vielleicht sozusagen, naja, wieso sagt ich sie immer, sie ist Mädchen geboren und was ist daran schlimm oder was ist daran, wir machen keine Bewertungen, aber für meine Mutter war das, naja, schlimm war das nicht, aber sie wollte eine Junge, ja, und dann mit meiner älteren Schwester wollte sie eine Junge haben, dann ist meine ältere Schwester zur Welt gekommen, dann wollte sie mit meinem, dass ich eine Junge werde, dann ist das auch wieder Mädchen gekommen und dann dachte sie, sie versucht das drittes Mal und dann kam noch unsere kleine Schwester 8 Jahre später. So hatte meine Mutter, hatte 3 Mädchen zur Welt gebracht und für sie war das das, naja, ich weiß nicht, wenn man eine Junge wollte und dann kriegt man ein Mädchen, was hat man da für Gefühle, weiß ich nicht, aber ich als Kind sollte das abarbeiten und akzeptieren, ich bin eine Mädchen, ich bin eine Frau und ich liebe dieses Zustand und Gott sei Dank, dass ich eine Mädchen bin, ja. Das ist ja ab und zu braucht man dafür Spezialisten, aber Gott sei Dank haben wir genug da. Und wenn wir akzeptieren, das ist so die Tatsache, dann wird das Leben auch einfacher. Wie ihr seht, ich bringe die Farbe und dann retuschiere ich das so weiter. Ja. Und hier ist dieses große Kreis, Family, Liebe. Ja, ich habe wirklich tolle Kindheitskinder. Die Eltern haben mich geliebt bis zum geht nicht. Mein Vater hat dann mal gesagt, von meiner älteren Schwester könnte man sich noch sozusagen sagen, na, dass man die nicht so ganz wirklich gebraucht hat. Aber ja, bei mir war das die ganze Geschichte, ganz andere Geschichte. Naja, aber das Ganze erzähle ich dann, wenn es euch interessiert, bei dem Lebensbaum. Wenn er zu mir kommt, dann in geschlossenen Raum zeichnen wir Lebensbaum und dann, ja, da bitte ich solche Malkurse und da könnte man dann über sich so, ja, und ein paar Sachen auch abarbeiten aus Kindheit und so weiter. Und wenn er zeichnet und dann kommen solche Kreise dazu, das ist auch sehr schön. So wird das Bild interessanter und jetzt sehe ich, dass wenn ich das hier so einschaue, das ist das richtig, wie die Energien von außen nach innen fließen. Und jetzt möchte ich das jetzt, ich weiß nicht wieso, aber jetzt nach unten gehen, in diese Ecke. Und ihr guckt, wo geht er hin? Ja, und das wollte ich das jetzt hier so betonen. Und da kann man gucken, was hat das hier, was ist hier für Ereignis. Interessanterweise, das ist bei mir hier die Entscheidung. Hier ist meine Ausbildung als Künstlerin, weil das Thema ist bestimmte Wissens, ja. Das ist die 4-Jahre-Ausbildung. Dann ist das meine Ausbildung in Moskau. Das ist an der Uni habe ich studiert, ja. Und dann Rückkehr nach Usbekistan ist das hier, dass ich dann richtig Freikunst studiert habe. Und hier ganz kleine Stückchen ist das angezogen, aber ich würde das auch erweitern. Das ist doch mein bestimmtes Wissen. Das ist meine Kreativität. Und das ist hier auch meine Malschule. Schauen Sie mal, dann ist das so. Das ist jetzt dieses Abteil und das ist hier 15. Das ist sogar viel, viel breiter. So kann ich das vergrößern. Das ist meine Kreativität. Und hier wollte ich das auch ein bisschen stärker machen. Das ist meine, so ein Teil meines Lebens, das ist so unglaublich große Teil, ja. Das ist von 15 bis zum Anreise nach Deutschland. Ja, das ist, ich war 15, bin ich nach Deutschland mit 25 gekommen und dann habe ich das nochmal, wie gesagt, Restaurierung von Steinobjekten, nochmal 4 Jahre studiert, das ist so 8 Semester. Dazwischen habe ich meine Tochter gekriegt, hier sind das Geburt meiner Kinder. Ich sage immer, das ist meine, das beste Kunstwerk aller Zeiten. Beste Kunstwerk von mir, meine 2 Kinder. Und ja, und ihr überlegt, was habt ihr geschafft? Was ist eure wichtigste
ja, bestimmt du wissens in diesen was Geburt und Kreativität. Ja, das ist so eine interessante Diagnostik immer wieder. Jetzt überlege ich, was will ich noch für Farbe? Ich wollte jetzt komischerweise eine rosene Farbe gehen und dann in meine Kindheit gehen. Hier, da wollte ich das rosarotene, rosarote Träume. Und das ist meine Kindheit, Oma. Und so weiter. Ich hatte richtig eine schöne Kindheit. So. Da sollte man auch dankbar sein für alles, was man da gekriegt hat, erlebt hat. Und meine Schwester, meine Eltern. Ich war, wie gesagt, zweites Kind und da sollte ich ab und zu den Eltern beweisen, dass ich auch da bin. Ich bin so ein bisschen Kämpfernatur. Meine ältere Schwester hat darunter auch so ein bisschen gelitten. Sie ist Psychologin geworden. Und jetzt zurzeit machen wir ein gemeinsames Projekt, El Al, wo wir Psychologie, Neurografik und meine Frösche verbinden. Das wird auch spannend. So. Und hier ist meine Sportkarriere, da wollte ich das sozusagen, weil das war auch so eine Entscheidung, wo will ich hingehen, wie geht die Reise, wohin und was. Und das ist auch wieder super spannend, was der Unterbewusst macht, wieso nehme ich jetzt blaue Farbe, das könnt ihr auch euch fragen, wenn er eine oder andere Farbe nimmt, wieso nimmt er diese Farbe, ja? Aber erstmal immer ohne nachzudenken. Ihr guckt auf eure Farben, auf euren Stiften und ihr fängt an, mit euren Stiften zu arbeiten. Das ist wichtig. Ja, das ist super, 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 super wichtig. Genau, und hier ist das Freude, Freunde, Leichtigkeit. Ja, hier in der Mitte wollte ich das heute irgendwie aktiver machen. Das ist so mein Sport. Ich bin eine Gewinnerin. Das wollte ich jetzt hier. So. Hier war das erste Gefühl, dass ich eine Gewinnerin bin. Und das ist sehr interessant. Jetzt während der Neurografik muss ich euch sagen, das ist so eine intime Technik. Ja? Wenn ihr dann selber eure Bilder zeichnet und ein bisschen nachdenkt, was will ich, was will ich wirklich, ja, dann ist das ganz schön, ab und zu in sich hineinzugehen und vielleicht auch so ein Bild zu machen, nur von 0 bis 12, weil das ist schon auch, viele reden darüber, dass es von 0 bis 7 kriegen wir die Informationen von Eltern und dann entstehen so die Glaubenssätze, die unser Leben danach später auch prägen. Und dann bis zum 12. Lebensjahr entstehen so praktisch die Programme. Und da können wir überlegen, was haben wir als Kinder gerne gemacht? Was hat uns inspiriert? Was hat uns bewegt? Und das ist das, was wir sozusagen wieder ins Leben rufen sollten. Da habe ich zum Beispiel angefangen zu tanzen, aber ich durfte das nicht. Da war ich zwischen 13 und 14. Auch andere Geschichte. Ja, ich komme aus einem muslimischen Land und da könnten die Mädchen ein bisschen weniger. Naja, aber auch andere Geschichte. Jetzt lebe ich in Deutschland und das ist hier alles anders. So, ich bin eine Gewinnerin, das könnte auch sagen. Du bist eine Gewinnerin. Ja, und das ist jetzt so jetziges Leben meines Lebens. Ich sage immer, das ist dann so Malschule, das ist die, ich bin Experte für YouTube-Kanal, für viele, viele, viele Sachen. Und da wollte ich so, das ist auch unglaublich interessant, wie ich heute Farben aussuche. Aber da wollte ich wirklich grüne Farbe nehmen und so eine Smaragdgrün. Das ist so ein bisschen grün-türkis, sehr ungewöhnlich für mich, aber ich lasse das, ja, das ist so ein türkisblau. Und dann wollte ich, dass der so in einen grünlichen Ton rübergeht. Und so seht ihr, ich kann
zwei Farben praktisch ineinander fließen lassen. Ja, ihr könnt auch drei Farben ineinander fließen lassen. Und so alles wie gesagt, das ist hier, wir haben so ein Format, das sollte nicht länger sein als eine Stunde. Wieso? Weil ihr könnt auf den Pausen stellen, nachdenken und so weiter. Ich wollte euch nur den Richtung eingeben und weiter sollte selber nachdenken und so weiter. Ich bitte natürlich in meine Malschule oder wir können das online machen, so Sessions oder online Zoom, wo ich dann mehr erzählen kann und so weiter, aber hier so, damit ihr Input kriegt, das ist, damit es alle möglichst, ich versuche das auch möglichst einfach zu erzählen, damit jeder selber sich stärken könnte. Das ist so meine Vision, dass man sich mit meinen Bildern, mit diesen kleinen Videos sozusagen der Weg für sich findet und selber anfängt zu denken, seine Wünsche zu realisieren, weil ab und zu sagte man, oh, ich habe kein Geld oder. Und hier braucht er nur ein bisschen Zeit für sich, wirklich. Und dann abs. In der neuen Welt der Transformationen, wie ich das sage. Und hier wollte ich das auch hier. Das ist ein schönes grünes Fleck und das ist interessant. Das geht wirklich hier. Das gefällt mir. Weil dann mein YouTube-Kanal hat sich so interessant entwickelt. Ich habe das angefangen, habe ich am Anfang gesagt, nur für meine Schüler die Videos, die für die Kinder zu drehen, weil ich habe das auch meine Malschule so aufgebaut, dass das jeder, ich bin fest daran überzeugt, jeder kann malen. Und das war auch so aufgebaut, ihr kommt zu mir und könnt malen lernen, egal was, von Blümchen bis zum Porträt, bis zum Landschaften, abstrakt oder realistisch. Das, wie gesagt, ich kann das euch anbieten. Ich habe alle Materialien da und so weiter. Und genauso wollte ich das auf meinem YouTube-Kanal machen. Und dann hat es sich ergeben, dass die meisten Abonnenten gucken entweder meine Puring-Bilder oder die neue Abonnenten. Ja, so die meine Schüler, die gucken natürlich meine Videos, die kennen mich so von dieser Seite, ja, dass ich dann so diese klassische anbiete, Licht und Schatten, Farben und so weiter. Ja, und bei YouTube-Kanal hat es sich ergeben, dass die Leute entweder meine Neura Grafik, die Abonnenten werden durch Neura Grafik oder durch Puring. Und so habe ich gesagt, okay, diese zwei Themen würde ich ein bisschen weiterzuentwickeln, mehr präsentieren, weil da ist einfach, das Interesse ist da und das liebe ich auch. Das ist auch etwas Neues, was ich in meinem Leben sage. Die Neura Grafik hatte ich vor 3 Jahren kennengelernt und Puring, das kann ich sagen, das ist fast dann Corona, ja, weil da kam zu mir eine Schülerin, hat gesagt, Albina, kannst du mir das beibringen? Ich habe gesagt, nee, kann ich nicht, ich mag genaue Sachen und hier muss man alles fließen, mischen, nö. Und dann war ich irgendwie drin und wir haben gemischt, gemacht, getan und dann dachte ich mir, boah, Leute, das ist so faszinierende Technik und das ist wirklich, gibt es noch solche Ideen, dass man 50 Versuche machen sollte und nur dann habt ihr ein schönes Bild. Ich habe gesagt, nee, mein Restaurierungsstudium hilft mir. Ich mache jetzt eine Rezeptur, damit jeder keine 100 Versuche machen könnte, sondern eins und dann mit richtigen Farben, mit richtigen Mitteln und das funktioniert. Und das funktioniert und da bin ich wirklich, wirklich, wirklich froh, dass das funktioniert hat und dass ihr diese Rezeptur frei auf meinem Kanal, YouTube-Kanal findet könnte und dann könnt ihr mit eurer Familie Spaß am Leben haben. So, ja, bestimmtes Wissen. Ja? Und jetzt, wie ihr seht, hat das Bild sozusagen Farbe gekriegt. Farbe ist das Emotion. Ja, ich kann so ein bisschen über die Farbe sagen, ja, das ist Rot und Grün, das sind Kontrastfarben, habe ich hier komischerweise genommen, Liebe und Experte, ja.
Das ist sehr interessant. Und hier Blau und Orange, Kreativität und ja, so die Kommunikation. Das sind wirklich so meine Farben von meiner Dara-Kunstschule. Ja, das war bei mir so wichtig. Orange sollte unbedingt sein. Ich glaube an Astrologie und so weiter. Und 9.9.2009 war die Jungfrau und da haben wir Element Erde. Dann habe ich orangene Farbe genommen und ich bin Luftzeichen, habe ich blaue Farbe genommen. Sehr spannend, wie sich alles immer wieder ergibt, weil jedes Bild ist anderes. Und jetzt, wenn wir fertig sind, wenn wir alles gezeichnet haben, Emotionen eingeführt haben, da kommt der nächste Schritt, der richtig für mich persönlich ein sehr wichtiger Schritt ist, das ist so der Vertrauen. Ja, wir können planen, wir können tun, wir können machen, aber es gibt auch etwas, was uns Kraft gibt, was uns weiterführt und so weiter. Manche benennen das Gott, manche benennen das Universum, manche benennen das Engel. Jeder, wir sind Gott sei Dank im freien Land. Ihr könnt für euch das Passende finden. Da sind die Kraftlinien. Ja, das ist etwas, was obendrauf ist, dass er so wie höhere Macht, ja, ich sage immer Universum. Und wenn ich Kraftlinien mache, dann sage ich immer, ich vertraue und lasse los. Das ist auch wieder wie eine Affirmation für mich. Und genau das mache ich, ja. Ich mache mein Bestes. Ich weiß, dass ich schon etwas in diesen Welt anzubieten habe. Ich habe meine Wissens gesammelt. Ich habe mein bestimmtes Wissen und ihr sicher auch, wenn ihr euer Bild gezeichnet habt. Ihr könnt noch weiter denken. Ihr könnt, wie gesagt, ich empfehle immer zu einem Thema zwei, drei, vier Bilder machen, weil je mehr ihr zeichnet, desto mehr Energie kriegt ihr. Ja, das ist keine Quatsch, das ist wirklich so. Jetzt von der Mitte so viel. Bei Kraftlinien ist es immer, die gehen entweder über das ganze Bild, ja, oder sie gehen aus der Mitte. Und hier, da ich hier verschiedene Bereiche meines Lebens, verschiedene Abschnitte meines Lebens, ich habe die jetzt hier in vier große Abschnitte geteilt, ich würde das wirklich vier Kraftlinien machen und sagen, einatmen, ausatmen, so. Ich vertraue und lasse los. Und nochmal. Ich vertraue und lasse los. Ich vertraue und lasse los. Und ich vertraue und lasse los. Ja. So, da sind unsere Kraftlinien und natürlich, wenn wir die gemacht haben, sollten wir das Ganze wieder in unser System reinbringen, weil in Neurografik machen wir solche Netze, ja? Das heißt, das müssen wir alles rein hinein, jede Ecke und wie ihr seht, diese Kraftlinien, sie machen das Bild sozusagen stärker, ja? Das ist so wie wichtig und wichtig, ja. Wie wichtig ist es im Leben Vertrauen, etwas Größeres, etwas abzugeben, ja. Und sagen, okay, lieber Gott, lieber Universum, lieber, was weiß ich. Ich mache jeden Tag kleine Schritte, damit ich noch besser werde, damit meine Wünsche in Erfüllung gehen, aber dann kann man sagen, ich bin dankbar für alles, was ich habe. Das ist so, die Kraftlinien, für mich ist das so wie ein Gebet. Und wenn er das alleine auch ohne mich das macht, weil, wie gesagt, ich mache das jetzt so ein bisschen schnell, wenn er das jetzt die Linien gemacht hat und für sich, für euch, dass das abrundet, versucht er bitte in euch zu gehen. Versucht er bitte dankbar zu sein für alles, was ihr habt. Auch wenn eure Kindheit vielleicht nicht so blumig war oder wenn er da so sagt, ach verdammte Kacke, wozu muss ich dankbar sein? Ja, aber ich hoffe, alle, die hier sind, alle, die das anschauen, wir sind alle schon ein bisschen weiter. Wir können schon dankbar sein für alles, was wir haben, für tolle Stifte,
für Internet, für die Möglichkeit, zusammen zu sein, Dinge zu machen, die wir lieben und nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren glücklich. Den Spruch liebe ich wirklich, wirklich, wirklich. Und das ist, ich bin so, jetzt bin ich im Abschnitt von Geburt zu meinen Eltern, zu meiner Oma, zu meiner Schwester, zu meiner Tante, zu meinem Onkel, zu meinen Cousinen, zu meinen Freunden. Und ich bin sehr dankbar, dass ich so eine tolle Familie habe. Die Reise geht weiter. Meine ältere Schwester wird bald Oma. Und ja, das ist sehr spannend alles. So, und dann bin ich, wenn er dann bei nächsten Kraftlinien sind, dann wieder alle Ecken, alle Linien. Ihr solltet das so vorstellen, wir machen in eurer Grafik solche Netze. Ja? Wir verbinden uns von klein zu groß sozusagen. Und das ist wichtig, dass wir diese Verbindungen hier auch festlegen. Dass es diese göttliche Kraft, Kraft des Universums auch mit allen Bereichen meines Lebens verbunden ist. Ja? So. Und wenn das alles fertig ist, dann kommt das nächste Schritt in eurer Grafik, das ist die Fixierung. Ja? Da sollten wir unser Blatt umdrehen, zu Thema kommen. Schritt 9 von 10, bestimmtes Wissen. Und dann könnt ihr euch die Frage stellen, habe ich dieses bestimmtes Wissen für das, was ich jetzt gerade mache, tue, will sozusagen, habe ich das, bin ich schon eine Expertin? Und dann könnt ihr gucken, wie habt ihr euch sozusagen am Anfang gesehen und ist das jetzt durch diese Zeichnung, seid ihr stärker geworden, fühlt ihr euch sicherer, seid ihr wirklich eine Experte, wollt ihr das wirklich weiter durchziehen und machen, habt ihr Kraft dazu? Und dann, ich hoffe ja, wenn nein, dann zeichnet er bitte noch ein Bild und überlegt, was er alles schon geschafft hat. Aber meistens ist die Antwort ja. Dann schaut er mal und sagen Sie für sich. Und dann schauen Sie mal, wollen Sie bei diesem Kreis bleiben oder wollen Sie sich vergrößern? Ich wollte natürlich größer werden, wachsen und das auf diesem Blatt auch nochmal zeigen. Und das ist natürlich. So ist die Fixierung. Ja. Ich habe dieses bestimmtes Wissen für mein Business und ich kann das weiter transportieren. Und das Wichtigste ist, ich will das, das macht mir Spaß, ja. Weil nur das, was uns Spaß macht, könnte auch anderen Menschen vielleicht helfen. Auch Spaß zu machen in das, was sie tun. Und dann kann man sagen, ich habe dieses bestimmtes Wissen, ich will das durchziehen, ich habe noch so viel anzubieten. Und dann sollten wir wieder das Ganze in unser System sozusagen einarbeiten. Zack, zack, zack. Und das Bild fertig. Ich würde das jetzt sozusagen meine Kamera umdrehen und ihr werdet das selber, weil es ist ganz wichtig, wenn ihr das so zur Fixierung kommt, das wollte ich euch wirklich alleine kommen, dass ihr euch mit jeder Linie, mit dem Kindheit, mit dem, wo ich gesagt habe, wo ihr eure Ergebnisse habt, dann hier war der Eingewinner, ihr seid zur Welt gekommen, ja, dass ihr diese Wegen nochmal, dass es so rein bringt, von oben und von unten, von beiden Seiten. Und so werdet ihr sehen, das wird so wie ein bisschen so wie Rad des Lebens. Ja? Und da könnt ihr euch sagen, ja, ich schaffe das, ich bin eine Expertin, ich bin gut. Ja? Ich drehe jetzt meine Kamera zu euch. So. Das kann man, jetzt wollte ich noch Bild ein bisschen näher zeigen für euch. Dann könnt ihr sehen, dass es diese Verbindungen, ja, wie diese Verbindungen dann entstehen. Ja, hier ist das schon verbunden. Und hier an diesen Stellen, dann habt ihr, zeige ich hier,
Das ist jetzt, die Linie ist gegangen und wir haben noch hier noch keine Verbindungen. Und das ist hier, mache ich das ein bisschen größer einfach. Es geht dann so, ja, dass wir das abrunden. Zack, 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 ja. Und in andere Richtung auch. Hier ist das wichtig, dass wir alle Ecken wirklich ganz, ganz schön abrunden, dass das alles in dieses System reinkommt. Und hier seht ihr, das ist alles abgeschnitten, das muss alles abgerundet sein. So, meine Lieben, jetzt bin ich mit dem Bild fertig. Ja, wie ich gesagt habe, ich drehe das rum und dann sieht man, wie gesagt, dass ich lasse euch, dass ihr das selber alles abrundet, ja, bei jede Ecke dann kommt, und vergessen Sie bitte nicht, ja, dass ihr wertvoll seid. Sagen Sie sich, ich bin wertvoll, ja, ich liebe mich, ja. Versuchen Sie etwas zu machen, was euch aufbaut. Findet ihr für euch diese fünf Engel und ihr habt schon vieles in eurem Leben geschafft und der Weg geht noch weiter, ja. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr mit mir das Ganze gemalt, gezeichnet habt, und das ist bei uns nur noch ein Schritt geblieben. Das ist der Schritt 10 von 10, das ist die Spende. Und das würde ich euch sozusagen in 2 Wochen in Verfügung stellen, und dann haben wir dieses Projekt abgeschlossen und es kommt ein neues spannendes Projekt und dann noch ein Projekt und noch ein Projekt, und ich wünsche euch alles, alles Liebe, damit ihr das macht, was ihr wirklich liebt, und seien Sie dankbar, so werden Sie noch mehr glücklich, und ich freue mich riesig, riesig auf eure Bilder, auf eure Fragen, auf eure Kommentare. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, folgen Sie mich bei Instagram, bei Dara Kunstschule, bei Facebook Dara Kunstschule, und ich bin gerade in Digitalisierung, das kommt eine neue Seite von mir, das ist Neuere Art Coaching, da wird das alles nochmal geschrieben, geklärt, gezeigt, und ich freue mich riesig auf mich, auf euch und auf mich auch, dass ich das gemacht habe und dass wir gemeinsam wachsen, und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass eure Business auch wächst mit mir zusammen und dass euch diese Schritte stärken. Dann liebe Grüße und bis bald, eure Dara.